Hey da, was geht ab Leute? Team Bubble hier. Heute wieder mit ein paar neuen Produkten von Ultimate Guard. Nur für euch, extra. Machen wir nochmal ein paar Reviews. Vor allem haben wir da ein paar Deckboxen, die habt ihr verlangt. Die anderen waren ein bisschen edler. Da haben uns ein paar Budget-Spieler, ein paar mit ein bisschen weniger Geld mal gefragt, ob wir uns mal die anderen Deckboxen anschauen können. Und das machen wir natürlich für euch. Was haben wir hier? Servus, wir haben hier mal zwei schlichte Deckboxen. Card Case, Japanese Size. Genau. Für 60 und plus, für 60 Karten plus, ja. Japanische Größe. Also japanische Größe ist immer Yu-Gi-Oh! Größe. Genau. Genau. Einmal hier schwarz, einmal weiß. Einmal weiß, schwarz, ja. Genau. Hier auch mal Plastik halt auf jeden Fall. Noch eine Beschreibung, ja. Was ist. Bietet Platz für 60 Karten mit Hüllen. Genau. Ideal zur Aufbewahrung in Ultimate Guard Sleeves. Robust. Werden wir noch testen. Ja. Selbstschließend. Säugefrei, sehr gut. Für alle Hippies. Ja. Und mit Beschriftungsfeld. Hier oben. Ja, da für euren Namen. Genau. Also wir hatten ja die etwas edleren, etwas teureren, etwas qualitativ und materiell sehr. Sehr guten Deckboxen, aber die kann sich eben nicht jeder leisten, deswegen checken wir auch mal diese Deckboxen für euch ab. Deswegen auch mal gut von Ultimate Guard, dass sie auch andere Deckboxen haben. Ja klar. Und nicht nur halt die teure Variante. Ja. Ja, was ist das? Das ist echt Standard Deckbox. Das ist echt Standard, hart Plastik. Klein. Wenn man aufmacht, ja, boah, wird ein bisschen schwierig, weil 60 Karten, man weiß echt nicht. Also hier habe ich jetzt auf jeden Fall mal ungefähr 60 Karten mit extra. Das ist jetzt 40. Machen wir 40 rein. Das sind ungefähr 40 Karten. Das passt auf jeden Fall rein. Noch ein bisschen Platz für Side und Extra Deck. Ja, aber wird das schon ganz echt knapp. Ja, 60 Karten. Side und Extra sind dann 55, 70. Ja. Also so, eigentlich zu viel. Also schon zu viel. Es ist halt vielleicht nur fürs Main Deck gut. Ja, auf jeden Fall so für Transportieren. Aber so an sich sehr stabil. Ja. Mach mal. Selbstschließend. Selbstschließend ist es jetzt gerade zwar nicht, aber. Man muss schon echt ein bisschen danach zudrücken, dass es ganz zugeht. Aber für den kleinen Gebrauch ist es echt gut. Ja, das ist echt gut, sehr stabil. Ja. Schönes also mit Grad-Logo noch hier. Ist ja mal ein bisschen Fetchen hier, ja, aber trotzdem echt gut. Keine Spuren. Das ist das Fell, das ist das Fell. Einziger Nachteil ist vielleicht, wenn man beim zu oft öffnen, dass das Teil hier vielleicht reißt. Man sieht schon, das geht schon relativ weit raus. Das ist vielleicht der einzige Nachteil bei der Deckbox. Ansonsten, wenn man sie gut behandelt, dann wird sie wahrscheinlich auch nicht kaputt gehen. Also für den normalen Gebrauch ist es. Der normale Gebrauch ist eigentlich wirklich sehr gut. Nächste Deckbox. Ja, dann muss ich nochmal lachen. Backcase 80 plus, ja. Man kann entweder 80 Karten mit Doppelhüllen reintun oder 100 und ein paar mehr Karten mit Einzelhüllen. Da ist auch eine Registrierkarte drin, die werden wir dann gleich sehen. Auch hier säurefrei, ohne PVC. Auch mit so einer Schrift oben, also dass man seinen Namen draufschreiben kann. Genau. Also eigentlich so wie die andere, nur ein bisschen eine Stufe weiterentwickelt. Ein bisschen größer, sprich, man kann 20 bis 40 Karten mehr reinmachen. Ja. Auch in verschiedenen Farben. Ja, ich habe jetzt hier rot und schwarz. Ja. Ich denke, die gibt es auch in weiß und in anderen Farben. Alle Farben sind mit dabei. Selbe Material wie vorhin. Selbe Material, genau aus Plastik. Man kann hier beschriften, hier oben beschriften. Sag mal denen die weiter. Genau, das ist halt dann zum Trennen der Karten. Ja. Auch mit dem Logo schön drauf. Sehr schön. Ja. Ganz cool. Auch recht hart, stabil. Oder? Ja, stabil. Ja, recht stabil auch. Deswegen verbiegt sich nicht. Ja. Echt gut.
derselbe Verschluss wie auch bei der anderen Box. Ja. Aber jetzt was heißt Selbstschließen jetzt nicht wirklich, also ich weiß nicht, wie sie das meinen mit Selbstschließen. Man muss halt schon auf. Vielleicht, ich meine, ich glaube, die meinen, dass es ohne Klettverschluss oder so ist und es hält. So meinst du, also ohne Magnet und so? Ja, ohne Magnet, ohne Klettverschluss und so. Ja, nur mal ein paar Kassen. Ich werde jetzt ein Deck mit, wie wäre das jetzt? Mit Zeit? Extra Deck und Dings. Extra Deck und also Zeit nicht dabei. Das könnte man hier schön das Main Deck vorne reinmachen. Ja, zum Beispiel. Dann kann man jetzt extra Deck hinten reinmachen. Schön hinter dem Divider. Genau. Und wie man sieht, noch sehr, sehr viel Platz. Genug Platz, also extra Deck passt da noch locker rein. Sprich, hier kann man ein komplettes Deck reintun. Ja, im Gegensatz. Größenvergleich. Ja. Stell mal die daneben. Also von der Höhe gleich. Ja. Von der Breite her ungefähr eineinhalb vielleicht. Ja. Anderthalb, sag ich mal, ist die. Größer, ja. Mehr Platz. Mehr Platz. Mehr Stauraum. Ja, auf jeden Fall. Aber dein Eindruck bis jetzt schon. Zeig, die Stabilität. Unten. Ich denke, wenn es in der Tasche ist, ja, braucht man keine Angst haben, dass die Karten rausfallen. Ja. Überraschend, also dafür, dass es nur Plastik ist. Ja. Also überraschend ist die Deckbox stabiler als die andere. Wenn wir hier aufmachen, geht sie auch nicht so schnell kaputt. Denke ich mal hier in den Seiten. Bei der anderen haben wir ja gesehen, wenn sie aufmacht, geht es hier schon echt relativ breit raus. Das heißt, es geht auch mal schnell kaputt. Ansonsten finde ich die auch viel besser als die kleinere, weil da kann man hier wenigstens noch einen Würfel reintun oder einen kleinen Block, eventuell auch einen kleinen Stift, den man noch hat. Aber die lohnt sich echt besser und mehr. Ja. Und an den Seiten kann man auch noch was schreiben? Genau, hier nicht. Ja. Weil der GQ noch Code hat, könnt ihr wahrscheinlich auch das hier lesen, was das alles kann. Ich weiß nicht, was sie jetzt da auf dem Video gemacht haben, was mit der Seite bekommt. Ey, die Box ist echt schön, echt stabil. Ja. Also für Einsteiger, für Neuanfänger. Ja, für Neuanfänger oder für Leute, die wie gesagt low budget, ist die Deckbox. Oder allgemein als Stauraum zu Hause, wenn man halt seine 100 Decks irgendwie verstauen will. Oder irgendwelche Karten, also auf jeden Fall echt gut. Ja. In der nächsten Deckbox haben wir den Deckcase Standard Size 100 plus. Aber 100 plus, mit Double Sleeve, genau. Ansonsten mit Single Sleeves haben wir 120 hier Platz. Also fast schon zwei Decks eigentlich. Ja, fast zwei Decks. Also wie gesagt, ein bisschen auch zu groß. Eine Nummer größer. Falls man halt einfach mal mehr Stauraum braucht, ja, hat man jetzt. Machen wir erstmal auf. Wenn man mehr Stauraum braucht, kann man auch auf immer die nehmen. Ja. Ansonsten der Inhalt wieder gleich wie vorhin. Die Säure fest, genau. Ideale Stauraum, super robust, inklusive auch eine Registrierungskarte. Fahrt ihr mal ein, denkt uns mal auf. Ich hab das aufgemacht. Auch wieder hier die Registrierkarte. Ihr seht, also jede Farbe dabei. Genau, wollte ich voll gerade sagen, ich muss ehrlich sagen, die Farben sind sehr schön. Also die gefällt mir jetzt echt wirklich cool. Ja, also coole Farbe. Passt auch echt viel rein. Ist wirklich groß, die Deckbox. Sag mal, Einblick rein. Machen wir Deck rein. Haben wir wieder ein Deck mit extra Deck. Ja. Okay, das ist die Hälfte. Das heißt, da passen echt zwei Decks rein. Dann noch schön mit dem Divider. Genau, mit der Registrierungskarte da. Kann man alles schön abtrennen. Man weiß immer, wo es ist. Auf jeden Fall passen da auf jeden Fall wieder ein Würfel rein, ein Stift und ein Block. Ja, zum Beispiel. Ansonsten Qualität auch wie bei den anderen, auch eigentlich relativ gut bearbeitet. Hier sieht man auch wieder, das ist nicht so schnell kaputt gewesen bei der ersten Deckbox. Im Grunde dasselbe Design wie die anderen, nur halt größer. Ja. Stellen wir alle nochmal nebeneinander. Sechs. Erste Stufe, dann zweite, dann dritte. Also wie gesagt, falls halt jemand wirklich mehr Platz braucht, ja, für mehrere Karten oder mehr Decks oder mehr Sideboard oder was auch immer, ja, kann man die nehmen, das ist für ein Einzelding und das ist eigentlich nur das Main Deck plus Würfel kann man sogar hier noch reinmachen. Ich muss ehrlich sagen, die Farben echt cool, wirklich schön, ja, schöne Farbe. Ich denke, da ist für jeden was dabei, ja, ob jetzt Mädchen, Frauen, Jungs, für junge Leute, echt alles dabei. Man kann seinen Namen hier draufschreiben. Ja. Schön ist noch, die Farben bleiben drauf, auch wenn man kratzt. Am meisten gehen die schon ab. Aber eigentlich echt cooles Material. Geiles. Ich denke mal, das Preis-Leistung. Ein bisschen.
Auch sehr hart. Auch sehr hart. Ja. Ja. Also Stabilität echt überraschend. Ja, nein. Also hier das Material ist echt gut. Wirklich gut. Aber es ist halt eine einfache Deckbox. Ja. Viele brauchen vielleicht nicht mehr. Ja. Weißt, und wollen nicht viel Geld ausgeben. Nicht, ist das echt optimal. Ja, man kann ja viel Stauraum. Echt cool. Kommen wir zur nächsten Deckbox. Ja, zwei Twin Deck Case. Genau, 160 plus. Ja, heißt aber nicht, dass du 160 reinpassen, sondern 200 plus einzelverpackt. Genau, auf jeden Fall. Twin heißt sowieso gleich, das sind zwei Decken, also man kann zwei Decks reintun. Mindestens zwei Decks, ja. Ja. Hier steht auch super robuste Box, also die versprechen echt, dass sie wirklich super robust ist. Selbst schließen, hier steht wieder, kein Klettverschluss nötig und auch keine Magneten. Auch in Beschriftungsfeldern wieder. Genau. Säurefrei. Und ich denke mal, das ist eigentlich diese Deckbox. Die gibt es halt auch in ein bisschen nobler. Das ist dann diese andere, die wir haben. Ja. Weil die heißt ja auch so. Ne? Die andere, die wir haben, die heißt auch Twin. Gut, an der Twin Deckbox hier ist, es gibt zwei Registrierkarten. Dann schauen wir doch mal rein. Ansonsten hier seht ihr schon, wie es aufgebaut ist von innen. Ja. Schaut doch mal echt geil aus. Jetzt schauen wir mal einen auf. Ja. Mach mal einen auf und schauen wir mal, wie es innen ausschaut. Ihr seht auch, die Verpackung ist schon ein bisschen härter. Also, ja. Ich meine, die... Echt stabil, auch wirklich. Also die werden mit wirklich super robust sogar, ja. Und ich denke, das passt auch. Ja, das ist ganz anderes Ding. Man kann sie so in dem Zustand kaum drücken, verbiegen. Ja. Man macht sie jetzt so auf. Ja, so schaut sie aus. Ein Deck kann man hier, wie sagt man, ja, verstauen. Ja, aber so, hochkant ist, glaube ich, halt dann halt also hingelegt halt. Ja. Zwei Registrierkarten, ja. In einer Deckbox, schon geil. Für zwei Decks auf, einmal hier und einmal hier. Selbst schließen, geht auch relativ schnell wieder zu. Ist schon geil, wenn man so ein neues Design hat. Schaut schon edel aus, wenn man einfach so aufbaut. Bleibt auch offen, ja. Man klappt es nicht hier irgendwie rein. Ja. Nur ein paar Karten. Ein extra Deck mit Main Deck. Passt perfekt rein. Das Side Deck passt auf jeden Fall noch rein. Alles ist perfekt. Ja, man kann das Deck leicht aufnehmen. Ansonsten hier kann man auch noch rein. Aber perfekt Platz. Also perfekt Platz für zwei Decks. Machen wir noch ein paar Karten hier. Mach mal zu dann. Alles easy, oder? Relativ schwer, dann zwei Decks, aber normal, oder? Wieder stabil. Sehr stabil, kommt nichts raus. Ja, war mal echt cool. Gleich zum Rausnehmen die Decks. Oder? Ja, gleich zum Rausnehmen. Zum Beispiel. Echt cool. Verarbeitung ist auch relativ gut, geht auch nicht so schnell kaputt, denke ich. Die hier klebt auch, ja. Relativ schnell auch zum Schließen. Also könnt ihr einmal in euer Decken Namen hier hinschreiben oder hier hinschreiben oder euer Namen hier. Schön noch. Man kann, so kann man die nicht zerdrücken, weil die einfach hier dann in sich stabil ist. Wenn man jetzt mal so schaut. Ja. Vor allem wenn man Decks drin hat, kann man sich fast gar nicht mehr drin zerdrücken. Aber bleibt vollkommen hell. Ja. Das ist jetzt auch keine, man kennt es ja meistens immer, wenn man zum Beispiel irgendwas knickt oder so, dass da irgendwie so ein weißer Streifen ist. Ja. Das sieht ja auch nicht. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwas knicke, hier. Echt cool. Für viel mehr Stauraum, ja, als jetzt die hier zum Beispiel, ein bisschen größer. Ja, hier so ungefähr anderthalb. Vorteil von der Box ist natürlich, dass man halt so zwei Decks reintun kann. Dass man so zwei Decks verschieden reintun kann, anstatt hier. Noch mehr Karten, es müssen keine Decks sein. In der Deckbox passen ja auch zwei Decks rein. Bloß es ist alles in einem. Ja.
So hat man vielleicht perfekt zwei Decks und kann man einmal variieren, ob man ja, zum Beispiel das Deck spielen möchte oder das Deck spielen möchte. Man kann auch hier seine Hilfe reintun oder seinen Block oder irgendwas, ja, oder den Stift oder was auch immer. Ja, echt cool. Also ich muss ehrlich sagen, wenn man nicht die High-Quality kaufen möchte, kauft man sich die Twin aus Plastik. Ja. Gute Alternative. Sehr, sehr gute Alternative auf jeden Fall. Ja, genau. Heißt ja auch sehr, sehr gut. Schöne Box. So, jetzt kommen wir zu im letzten Deckbox. Ja? Deckentray, 100 plus, ich denke sogar 120 plus. Ich finde, dass das Design an sich, also das ist jetzt nicht breit oder so, geht eher in die Höhe. Wie heißt der? Monolith, ja? Und Ding. So ähnelt, ja. Auch Hartplastik, also Plastik, nicht Hartplastik. Hier gibt es sogar noch einen zusätzlichen Stauraum für Würfel oder sonstige Sachen. Ja, kann man hier sehen. Jetzt werden wir gleich mal gucken, wie man es am besten aufmacht. Ja, hier oben dann wieder nochmal die Beschreibung. Ja. Ja, dann machen wir mal auf. Bin sehr gespannt auf die Box. Ja. Was los? Ja. So, also machen wir auf. Oh mein Gott. Hört sich an. So, hier ist oben auf jeden Fall. So, auf jeden Fall wieder aus Plastik. Schon geil. Robust auch wie immer. Kann auch hier aufmachen. Zwei Riesenkarten. Nicht zwei wieder. Obwohl, okay, man braucht eigentlich nur eine hier. Ich glaube, mit der Deckbox auch mal zwei. So, man kann ja dann extra Deck und Zeitdeck hier füllen. Ja, gleich. Also Main, extra und Zeit kann man dann füllen. Finde ich optimal. Wie immer hat hier wieder Qualität echt gut verarbeitet. Genau. Man kann hier oben sein Deck rein tun. Kommen wir zu dem zusätzlichen Inhalt, was diese Deckbox kann. Ja. Man kann die Deckbox umdrehen und auch aufmachen. Dann hat man einen zusätzlichen Stauraum für Würfel, denke ich. Ja. Eine kleine Schublade, kann man euer Würfel rein tun, Münzen, alles einfach wieder zumachen. Auf jeden Fall, man kann auch wieder zwei Decks rein tun. Machen wir das Trennungsteil hier. Da haben wir noch ein paar Karten, andere Karten rein. Zwei Decks passen auf jeden Fall rein. Also der Stauraum, Würfel passen auch noch rein. Du bist begeistert. Ja, also mein Favorit auf jeden Fall. Jetzt kann man noch ein paar Würfel rein tun. Das ist perfekt ausgestattet für ein Turnier. Ja. Würfel hört man zwar. Ich sag nochmal, ist egal. Ansonsten fällt auch nichts raus. Robust. Ja, schon sehr robust. Wie die anderen eigentlich auch. Ja, selbe Material. Ja. Hier kann man auch noch schön sehen, was für Farben es gibt. Ja, jetzt haben wir weiß gehabt, grün, blau, rosa, rot, schwarz. Es gibt sicher noch ein paar Dinge. Also von den Farben her wirklich alles dabei. Ja. Schöne Deckboxen, sehr, sehr gutes Material. Das Material an sich ist wirklich sehr schön. Das Design erinnert halt dann einfach an diese etwas dunkleren. Also das ist aber ein bisschen einfach. Ja, wie gesagt, dieser hier der Monolith für mich jetzt. Vom Ding her. Empfehlen, ich persönlich würde sagen, für einen normalen Spieler würde ich diese Deckbox hier. Ja, ich kann ein Deck mehr machen mit Zeitdeck und extra. Wenn man mehr Karten hat, würde ich ihn dann den empfehlen. Ja. Für mich persönlich, von allen Boxen jetzt, finde ich die am geilsten. Ja. Weil du einfach, weil die nicht so groß ist, nicht so breit ist, die ist halt nur höher, du hast hier noch Stauraum für deine Würfel. Ja, finde ich echt cool. Oder für andere Dinge. Du hast Platz auch für Minimum dein Deck, das heißt jetzt so Ding, plus noch ein paar andere Mehrkarten. Für mich ist diese hier mein Favorit, die Deckentray. Ja. So, deine Favoriten? Meine Favoriten sind bei den Deckboxen die zwei. Aus dem klaren Grund, also ich habe ja auch mehrere Decks leider, deswegen ist es die für mich eine der besten, weil man auch zwei Decks reintun kann, plus Würfel und Stift und Knopf. Und da ich auch Turnier immer spiele, ist für mich die hier ein Vorteil, weil ich kann auch meine Würfel gleich mit reintun.
Hülse braucht man immer. Ja. Man kann das Ding auch draußen lassen, zum Beispiel einfach, weil man muss es ja nicht wieder reintun. Ja. Genau, man lässt einfach draußen, zack, fertig. Dann hat man sein Deck, alles wieder parat. Also für mich ist zu dir, Spieler, die Box auch am besten. Weil ansonsten können alltäglich gebraucht werden, das ist für mich die Favorite. Alles klar, Leute, das war's. Ein paar coole Deckboxen. Ja. Ihr könnt unten in die Kommentare schreiben, welche ihr am besten Fall findet oder welche ihr davon habt und wie die euch bisher gefallen. Ansonsten danke an Ultimate Guard und okay, bis zum nächsten Mal und leider nicht. Macht weiter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt wie es ist.